Cheers. Du bist ja auch total mitfühlend, ey. He's lucky nobody else saw him like that. Except me. Na toll, wenn wir da jetzt nochmal vorbeilaufen. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No, no explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe saved Blackwell. Now don't get cocky. Going back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Gute Frage. Können wir den irgendwie... ist jetzt blöd, ne? Es ist jetzt blöd. Ich kann auch nicht einfach ein Stückchen... Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Now he's got me totally trapped. Okay. War ein Versuch wert. Gute Frage, wie kriegst du ihn jetzt hier wieder weg? Können wir hier irgendwas machen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen? Hier rein kommen wir ja nicht mehr. Nee, kommen wir nicht mehr. Gut. Da kommen wir nicht ran. Was ist mit der Tür? Oh, it's unlocked. I hope Sammy wasn't around. Der sollte das echt mal verschließen. Also für uns ist es jetzt gut, weil ich kann jetzt Magazin. Who knew Samuel was so into runway fashion? Achso, okay. Weil ich kann jetzt nämlich rein und irgendwas gucken, machen. Werkzeugkiste. Nothing but tools. Kiste? Nothing here. Warum sollte ich zurückspulen? Hä? Warum sollte ich zurückspulen? Ist jetzt die Tür verschlossen oder was? Nö. Warum sollte ich zurückspulen? Verstehe ich nicht. Ich würde hier nämlich gerne was finden. Zum Ablenken und so, ne? Weißt schon. So, hier kann man nicht durch. Ja, Chloe, wir sind gerade am Arsch. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Huch, SMS. Hallo? Ja, Max, du solltest mal zurückschreiben. Vielleicht kann uns ja Chloe helfen, wer weiß. Scheiße. Kiste. Was ist das? I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Keine Ahnung, Max. Magazin? Ah, hier finden wir aber auch gar nichts. Warum soll ich zurückspulen? Es gab doch noch keinen Grund zum Zurückspulen. Ich kann es ja einfach mal machen. Keine Ahnung. Was das bewirkt? So. Jetzt habe ich zurückgespult und jetzt? Hat sich nichts verändert. Mit dem Eichhörnchen können wir nichts machen. Make art, not war. Totem... The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Ja. Ja, wie kommen wir jetzt an dem Typi vorbei? Lampe. Irgendwas bei denen in der Nähe machen?
Schilder auch nicht. Jetzt ein bisschen blöde und ich erkenne hier auch gerade nicht, was wir irgendwie machen sollen, um an dem Typ vorbeizukommen. Ich kann mich nur auf die Bank setzen. Ein Inventar habe ich nicht, hier rein komme ich nicht. Ich komme doch nur in die Tür rein, da hinten komme ich nicht rein, da ist ein Eichhörnchen. Ich kann zu denen davor laufen und ich kann mich auf die Bank setzen. Also theoretisch kann ja nur irgendwas in diesem einen Raum da sein. Haben wir vielleicht irgendwas, nee, haben wir nicht, können wir nicht. Ich dachte, wir haben irgendwas umgeschmissen, dadurch, dass wir reingegangen sind. Verstehe ich nicht. Sie ist Werkzeuge, eine Kiste. Ist echt strange im Wahnsinn des Wortes, dass wir nur hier reinkommen und dann. Hä? War doch. Schublade, hahaha. Was? Soll ich denn jetzt an den Deppen da vorbeikommen? Ich verstehe es nicht. Nee, vorbei. Nee, das können wir ja nicht, ne? Können wir einfach vorbeirennen, wenn der uns verfolgt, die Zeit zurückspulen? Oder einfach vorbeirennen, der stellt halt fest, dass wir vorbeigerannt sind, dann spulen wir die Zeit zurück, ist alles wieder gut. Wir bleiben ja sowieso an einem Ort und Stelle stehen, wenn wir die Zeit zurückspulen. Soll ich denn jetzt an den Deppen vorbeikommen? A smart son of a bitch has me trapped. Na, Max. Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Hä? Probier mal was. Warte mal jetzt. Max. Ja, halt die Klappe. Halt die Klappe. Ach, wir resetten dann immer wieder, okay. Max, stop wandering outside and get back. Er sagt auch immer wieder das Gleiche, also können wir nicht so sehr auf den Sack gehen, bis er uns mal vorbeilässt. Aber wie sollen wir da durchkommen? Weil ein Inventar haben wir nicht. Da, hier sind die ganzen Personen, die wir so kennen. Haben wir echt schon alle Personen gesehen, die es zu sehen gibt? Okay. Ja, und ansonsten Tagebuch. Achso, da müsste ich eigentlich mal wieder durchblättern. Ziel, ich muss am Direktor vorbeikommen. Ja, wissen wir ja. Ich blättere euch mal durchs Tagebuch. Also, hier ist Seite 1. Fühle ich mich wie ein anderer Mensch, auch wenn es noch keiner bemerkt hat. Hochspurkräfte, Klogeretten und ganze Hinweise sind an der Blackwell. Ich muss einfach annehmen, dass jetzt alles andere ist und ich dachte, der Welt meine Fotos zu präsentieren wäre hart. So. Blöde Victoria. Alter, das sind 41 Seiten. Soll ich die jetzt echt alle durchblättern? Ja gut, durchblättern können wir sie, ja. Damit ihr dann auf Stopp drücken könnt, aber... Ganz gut, dass ihr sie nicht vorliest. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Nicht, dass ihr so sehe, wie viele Seiten es gibt. Ach, das ist aber schön. Mit Engelsflügelchen. So, die nächste Seite hier. Mhm. Die beiden. Was passiert in Arcadia Bay? Das würde ich auch gerne wissen. Und die letzte Seite. Hier kommen die Blackwell Ninjas. Ah, und Seite 1 wieder. Gut, 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 gut.
Irgendwie muss es hier doch was geben, was wir noch nicht gesehen haben, weil. Ich guck mal die ganzen Bänke hier. Hier können wir uns ja wieder nur hinsetzen, ne? Ja, Bank macht nix. Bank macht auch nix. Hier ist nix. Ja, Chloe, es tut mir leid. Wieso schreibt Max Chloe nicht einfach? Und sagt hier, ich komme gerade nicht weiter. Warum ignoriert sie ihre Nachrichten? Die kann doch einfach nur eine SMS schreiben, ja. Komm nicht vorbei an den Deppen. Und hier hoch können wir ja nicht. Ja. Ach, halt die Klappe. Da hoch kommen wir ja nicht. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Den Stromkasten können wir nicht verwenden. Everywhere I go, I can see how I'm altering history. Big and small. Ich verstehe es gerade nicht, was wir hier machen sollen. Das kann doch nur was mit dem Raum da hinten zu tun haben, aber da kommen wir ja auch nicht weiter. Das ist es ja. Weißt du? India's gone home. Mhm. Hier hinten ist auch nichts. Sein könnte, dass das Eichhörnchen schon so irgendwas zeigen will, aber hier ist überall. Eine unsichtbare Mauer. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Hier kommen wir auch nicht hoch. Hier kommt dann auch eine unsichtbare Mauer. Bin ich ein bisschen überfragt, ne? Das wisst ihr. Mehr als die Zeit zurückspulen können wir auch nicht. Das gibt's doch nicht. Oder nee, ich habe eine Idee. Na klar. Och Mann, wie blöd bin ich eigentlich. Wir müssen einfach die Zeit zurückspulen. Warte mal. Das ist es. Noch weiter. Noch weiter. Ja. Kannst malen, wo er uns erwischt hat. Oh, schneller, Mensch. Wieso geht das jetzt so langsam? Jetzt so. Noch ein Stück. Jetzt aber. Max the Ninja strikes again. Super. Ah, oh, wieso bin ich nicht eher drauf gekommen? Ich Depp. Zumindest ist uns Chloe jetzt nicht böse. So, okay. Da brennt noch Licht. Boah! Meine Fresse! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry. But you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof.
Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plans. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Kate, Rachel. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... I'm chilling in Los Angeles? Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Die Lichter sind da gerade ausgegangen, die gerade eben noch an waren. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? It's so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out.